Welt, da sind wir wieder. Oh, was ist das? Okay, wir haben eine neue Version. Version 1.3. Jetzt werden wir mit Texten zugemüllt die ganze Zeit. Warum nur? Ein erschwerendes Feature. Tutorial aus. Speichern. Okay, zurück. Hier. Ich brauch das nicht. So, was haben wir hier? Stöcke, Moment. Wir suchen jetzt das Krokodil. Aber wir brauchen ein Baby. Wer hat das Baby? Das Baby ertrinkt. Nimmt das Baby aus dem Wasser. Gut, ihr folgt mir alle, oder? Oh, ich kann aufrecht gehen. Sehr gut. Schlafen. Okay. Genug geschlafen. Expedition beendet. Wir lernen demnächst weiter. Ich gehe jetzt erstmal das Krokodil suchen. Jagen. Und dafür nehme ich eins. Zwei von den Spitzendingern hier mit. Macht's gut. Kriege ich noch ein Kind? Ich schaffe auch zwei. Wo ist das zweite Kind? Ganz schön laut hier. Du hast das zweite Kind. Gib mir das zweite Kind. Oh, bist du tot? Oh nein, die Maus. Tut mir leid. Das war die Maus. Nimm das Kind. Oder nimm das Kind. Oh, der hat schon zwei. Bist du ein Greis? Du bist auch ein Greis. Moment, Moment. Wir wollen... Deine beiden Kinder wollen wir nicht. Ich will dein Kind. Wow, was ist denn? Moment mal. Wurde da noch etwas geändert? Das ist ja der Hammer, oder? Auf 33 war normal, das war vorher so. Aber ich finde, das ist viel zu rappelig gewesen jetzt. So. Ja, so, damit kann ich leben. So, gib mir dein Kind. Ich will dein Kind nicht, ich will dieses. Ach, dann nehmen wir eben ein Kind nur. Nein, zwei sind besser, wenn wir rausgehen. Oh mein Gott, was haben wir denn jetzt? Sind wir müde? Oh ja, es ist schon spät. Oh nein. Oh, wir haben Durst. Leg den Stock dorthin. Inspizieren? Ach, das doch nicht. Das Wasser sollst du riechen. Ist das denn gut? Kann man das trinken? Ja, dann trink. Da, ich weiß, was du vorhast. Nachmacher. Oh, ihr macht uns alle nach. Schon sit? Ja, schon sit. Okay, wir gehen anders vor, hier mit dem Kind. Oh.
du bist ja viel schneller. Okay. Leg das Kind ab. Das ist immer noch ganz schön schnell mit der Kamera, oder? Meine ich das nur? Wie können wir denn das Kind jetzt ablegen? Oh, Moment. Wir staucheln erstmal unsere Schnecken hier schön. Stapel das da drauf. Stapel doch die Schnecke da drauf. Moment, stapeln. Hältst du dich an der Schnecke fest? Ja. Kannst du die nicht da drauflegen? Falsche Hand vielleicht? Egal, dann machen wir einen zweiten Haufen neben dem ersten Haufen. Da, Kind absetzen. Komm her. Okay, wir sind beide Weibchen gewesen, das wäre also... Gar nicht so schlimm gewesen. Okay, aber du schnappst jetzt das zweite Kind. Oh, jetzt bist du ja auch ganz schnell. Zweites Kind her. Kind. Jawohl. Okay, das wäre geschafft. Schwierige Geburt. Und jetzt gehen wir schlafen. Ist schon spät. Genug getan für den Tag. Am nächsten Tag geht's weiter. Da jagen wir das Krokodil. Haben wir Durst? Na gut, genug getrunken. Bewaffne dich. So, beide schön mitnehmen. Und wir ziehen aus. Ihr bleibt alle hier. Wartet auf mich. Oder wartet nicht auf mich. Es kann spät werden. Oh, hier ist ein Fluss. Wie kommen wir hier nochmal am besten rüber? Das Wasser ist tief. Hüpf. Nicht so gut. Okay. Nochmal springen. Jawohl, ja. Oh, noch eine Schnecke für später. Können wir aufrecht gehen? Können wir noch nicht. Müssen wir noch lernen. Die nächste Generation, ja, da brauchen wir einen Evolutionssprung, glaube ich. Dann geht's besser. Aber bis dahin haben wir ja noch so viele Neuronen, die wir noch benutzen müssen. So, meine Kleinen, wir gehen jetzt mal hier entlang. Schön an der Wand entlang. Denn da vorne gibt es Schweine. Hier war die Schweinestelle. Gänse? Ausruhen? Weiter. Haltet euch gut fest.
Moment. Wack. Wir sind Wack und dabei haben wir Tee und Gack. Okay, Tee und Gack. Oh, wir werden eine Menge lernen heute. Was ist das? Pilze. Die holen wir später. Wir suchen das Krokodil. Haltet die Augen auf. 6 Augen sehen mehr als 2. Da unten sind sie schon, die Schweine. Wie, was, Hunger? Wir haben vergessen zu frühstücken. Oh nein. Kein Problem. Wir schleichen uns nur an den Schweinen vorbei. Oh, das ist so anstrengend. Oh, hey, was haben wir denn da oben? Das sieht ja gut aus. Schwer raufzukommen, hä? Oh. Hey, schön hier. Aber nichts los, hier wächst nichts. Ja, vielleicht können wir ja was anpflanzen. Hey, was ist mit meiner Zunge los? Ist einfach raus. Rausgefallen gerade. Das ist wunderschön hier. Also ich würde ganz gerne hier bleiben, aber ihr wollt ja nicht. Also geht's weiter. Hunger, Durst, wir haben alles. Nein, Durst dürften wir eigentlich nicht haben. Oh, da unten ist Obsidian, ist das Granit? Okay, ich sehe kein Schwein. Kein Schwein da. Okay. Halt dich doch fest. Ist das ein Blitz? Bei der Schlange. Guckt mal, Kinder, da unten ist eine Schlange. Coole Schlange. Aber wir wollen zum Wasser. Prima. Und da unten haben wir Wasser. Ich meine nicht das Wasser von oben. Ich meine das Wasser. Das da drüben muss ein See sein. Ich wollte runter, aber okay, dann kletter auf. Wir müssen. Ah ja, okay. Okay. Sind wir hier in Sicherheit? Oh, immer noch kein Wasser in Sicht. Ich hatte aber schwer damit gerechnet, dass es hier Wasser gibt. So. Okay, nimm das. Und hüpf. Jawohl. Prima. Oh. Muss das mit dem Wetter jetzt sein? Da ist was zu essen. Immer mit der Ruhe. Ich bin ja bei euch. Wir schaffen das schon. Schaffen wir das, so weit zu springen? Ja. Oh mein. Hätten wir aber fast geschafft. Ah, hier haben wir doch alles. Palmen. Bäume. Regen. Blitze. Vielleicht gibt es Feuer bald. Oh.
kaltes Wasser. Vorbeispringen, im Vorbeispringen sind wir schon ganz gut. Was ist das hier? Eine Höhle. Ah, nicht wirklich. Kann man uns nicht mal so ein bisschen unterstellen hier. Schade, alles da, außer einem Regenschutz. Hast du Hunger? Oh. Da ist Wasser. Ja. Oh, guck mal, da unten schwimmen Steine. Oh, alles? Wir haben alles, was wir brauchen hier. Kokosnüsse sind da. Wo ist eine Höhle? Wir brauchen eine Höhle oder so etwas. Einen Unterschlupf. Oh, guck mal, die großen Steine da. Da überall. Wie viele? Wie viele? Oh, hier bleiben wir eine Weile. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Oh jo, das ist gut. Das ist gut. Hier kann man bis unten reinspringen. Kann man denn hier nicht so eine schöne Höhle haben irgendwie? Oder auf der Insel da ist das vielleicht auch ganz gut für eine Siedlung. Aber dann kommen wir wahrscheinlich nie runter und werden verhungern und alles. Ja, ich merke das schon, du hast Hunger. Hunger haben wir. Moment. Ich hatte die Stöcke extra mitgenommen. Die sind nämlich spitz schon. Die wollte ich irgendwie hier lagern. So ein Stocklager wollte ich mir anlegen für die Krokodile. Aber jetzt, wo ich die schwimmenden Steine da sehe. Ja, wir können ja nicht immer schwimmende Steine sagen. Sehen aus wie Pferde. Stehen aber im Fluss. Oh, die schönen Vögel. Guck mal. Kinder, habt ihr das gesehen? Vögel! Keine Angst vorm Vögeln! Moment! Die Stöcke, die Pferde, die aussehen... Oh, jetzt brauchen wir Nahrung. Okay, leg das ab. Das andere auch. Stapeln. Nee, wir brauchen was zu essen. Aufrecht stehen. Und... Sinne. Intelligenz. Okay, unten haben wir nichts zu essen. Das ist schon mal gut. Da ist Medizin. Faser. Das gibt's doch nicht. Der einzige Baum ohne Essen und wir stehen drauf. Ob wir die reiten können? Die Pferde da? Die stehen im Fluss, dann sag doch endlich Flusspferd dazu. Ja, die Flusspferde meine ich. Oh.
nicht schwächeln. Oh, das ist gut hier. Das ist ein guter Baum, ich merke das schon. Ohne Früchte. Keine Früchte hier. Oh nein! Falsch! Ja. Das wird es aber auch immer unten am letzten Ende schaffen, uns da festzukrallen. Oh, das ist doch ein super Baum. Der steht direkt neben dem anderen Baum. Da drüben gibt's Medizin und hier gibt's Essen. Hoffentlich. Oh nein! Kinderchen haben auch Hunger. Nee. Da haben wir doch was. Was ist das? Und inspizieren? Nein, so doch nicht. Oh, das war ja so klar. Wir wollten nur was zu essen haben. Die Frucht ist weg. Das war ein Vogel, der uns da gerade angegriffen hat, oder? Den müssen wir auch noch bezwingen. Doch warum gibt es hier nichts zu essen? Ach so, Essen. Wir haben ja gegessen. Was brauchen wir denn jetzt? Bedrohen. Geht nicht. Ich sehe den Vogel gar nicht. Hey, da ist ja unser Krokodil. Das hat sogar die Schlange besiegt. Prima. Jetzt fehlt nur noch was anderes hier. Wir brauchen... Können wir uns auch einfach so hier hinlegen? Und schlafen jetzt echt? Dann können wir nämlich... Seit wann geht das denn? Dann können wir nämlich in der nächsten Folge gucken, dass wir uns hier so ein Lager anlegen und dann die Tiere hier bekämpfen. Jetzt hat er Durst. Abends zu viele Früchte gegessen, ha?
Warum haben wir die Früchte denn als solche eigentlich nicht erkannt? Ach, ich. Aha. Wir erschnüffeln unsere Nahrung natürlich. Aber die auch hier. Oh, das ist gut, das ist gut. Ja, von den Fasern gibt es ja einige hier. Früchte. Noch mehr Früchte und... Ah, Früchte. Ganz schön dicht der Dschungel hier. Nicht gut, dann schmeiß schnell weg. Weg damit. Lass das fallen. Und das hier? Nein, so nicht. Zurück. Wir inspizieren das. Magst du das nicht? Aber vorhin hat es dir doch geschmeckt. Dann nimm das. Ich denke, du magst das nicht. Okay, das magst du. Okay, die anderen beiden waren nicht gut. Das ist gut. Prima. Gespeist haben wir. Voller Energie. Naja, es geht so. Wir sind ja schon etwas in die Jahre gekommen, also. Was ist denn nun? Hat er Durst? Ja, wir müssen näher am Wasser. Näher ans Wasser ran müssen wir. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier noch ein Baum steht. Ich wollte eigentlich da drüben irgendwo dran. Der ist gut hier. Aber war hier nicht gerade der Vogel irgendwie? Nein, der Vogel kommt nur ganz oben. Glaube ich. Ach so, ja, die Steine, die Pferde, die Flusspferde, weil sie im Fluss stehen. Deswegen sind die auch so aufgedunsen. Die Gegend, die ist gar nicht so schlecht, wenn es hier noch nicht so viel regnen würde. Also wenn es hier eine Höhle gäbe, wäre das prima. Das war nicht... Zum Glück hat das keiner gesehen, außer die Kinder, die dabei sind, aber... Die sagen schon nichts. Oh Mann! Das üben wir noch eine Runde.
Angelplatz. Und was ist mit denen da? Hör mal zu. Was machen die für Geräusche? Riechen die nach irgendwas? Nach Pferd vielleicht? Neues Tier entdeckt. Flusspferd. Das ist auch schön. Sind das Fleischfresser? Oh, das sind aber viele. Keine Sorge, Kinder, die kommen nicht hier rauf. Oh, die haben aber auch ganz schön Zähne. Ist denn hier keine Höhle für uns? Und so außerdem. Das meine ich nicht. Nein, ich suche so Dinger. Wisst ihr, womit man ein Bett bauen kann? Fasern. Na, Fasern, damit reiben wir uns ein. Ich meine die Palmenwedel. Oh, da sind sie. Endlich. Viele fliegen hier. Oh, und alle Vögel, wie schön. Ist doch eigentlich ein sicherer Platz, oder? Nein, näher ans Wasser müssen wir. Am besten direkt neben dem Wasser. Seht ihr das, Kinder? Guckt, da unten liegen die Flusspferdeier. Oh ja. Okay, ich frage mich gerade, da oben, das könnte ein guter Platz sein. Nee, das ist auch nicht so gut zum Schlafen. Denn das Wasser... Denn das Wasser ist zu weit weg. Oh, guck mal, ein Baby. Ein Babyflusspferd. Niedlich. Oder das sieht nur sehr klein aus, weil wir so weit weg sind. Oh nein. Das hatte ich erst gar nicht vor. Ja, dann eben hier erstmal fallen lassen. Das auch.
und bauen. Hau drauf. Noch mehr. Noch einmal. Nun mach schon. Richtig. Gib alles. Schöne Sonne. Und mach schon. Also. Neues Ziel. Bilde ein Paar. Pfeiltaste, Ziel erneut, anzeigen geht nicht. Okay, liebe Welt da draußen. Hier können wir trinken, hier können wir essen. Und wir haben unsere Freunde, die Flusspferde, in der Nähe. Ist das nicht schön hier? Wir haben nur kein Dach über dem Kopf. Das ist total schade. Okay. Und mit dem Bild vom Flusspferd bedanke ich mich. Können wir hier nicht schlafen gehen? Warum nicht? Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.